Die Bayerische Dom- und Universitätsstadt Freising ist nahezu 1300 Jahre alt. Diese lange Geschichte spiegelt sich vor allem in dem ganz besonderen Ambiente auf dem Domberg und in der Altstadt wider. Hier fühlt man sich zu Hause, auch wenn man von weit her kommt. Wie die vielen internationalen Studenten, die nach Freising kommen, um hier eine hervorragende Ausbildung zu genießen. Das ist auch für Dieter Thalhammer, den Oberbürgermeister von Freising, von besonderer Bedeutung. Ja, für Freising ist es sehr wichtig, auch Universitätsstadt zu sein, weil ja in Freising dadurch viele junge Menschen da sind. Wir sind zwar eine alte Stadt, eine historische Stadt, aber eben auch eine sehr junge Stadt, und dazu tragen die Studenten sehr maßgeblich dazu bei. Leben konnte man schon immer gut in Freising. Das wussten auch die Mönche auf dem Gipfel des Weinstephaner Berges, die vor fast 1000 Jahren begonnen, hier Bier zu brauen. Diese älteste Brauerei der Welt besteht auch heute noch in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Einrichtungen der Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie am Wissenschaftszentrum Weinstephan der Technischen Universität München. Mehr als 100 Jahre Tradition und Erfahrung machen die Studienfakultät zu einem weltweit einzigartigen Zentrum für Lehre und Forschung in der modernen Bioprozesstechnik und Verfahrenstechnik. Hier werden Ingenieure ausgebildet, die sich weltweit den technologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in der Entwicklung und Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und biotechnologischen Produkten stellen und so die Zukunft von uns allen mitgestalten. Die Studierenden, die hier ausgebildet werden, sind echte Exportschlager. Für viele Unternehmen ist ein Abschluss an der Technischen Universität München in Weinstephan der Garant für motivierte und hervorragend qualifizierte Mitarbeiter. Der Ursprung der Studienfakultät lag in der Brauerausbildung. Die weiteren Studiengänge Lebensmitteltechnologie und Bioprozesstechnik kamen nach und nach hinzu. Neben den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen in den drei verschiedenen Fachrichtungen bietet die Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie eine in der deutschen Hochschullandschaft einmalige Besonderheit an: den Studiengang Brauwesen mit Abschluss Diplom-Braumeister. Aufbauend auf einer Lehre als Brauer und Melzer oder einem einjährigen Praktikum werden Studierende dabei für eine praktische Tätigkeit in der Industrie ausgebildet. Wir haben gerade eine Maischerprobe gezogen, um die Verzuckerung zu überprüfen. Dazu werden wir Jod auf die Probe geben und überprüfen, ob die Stärke aufgeschlossen wurde in Glucose, Maltose und Maltotriose. Und das werden wir jetzt gerade mal hier tun. Hier habe ich Maischer aufs Keramikplättchen gegeben und tröpfe Jod hinein. Das Jod wird eingeschlossen in der Stärke und würde sich blau färben, wenn noch nicht verzuckert wäre. Aber wir sehen, der Zucker ist aufgeschlossen, beziehungsweise die Stärke ist aufgeschlossen worden in Glucose, also haben wir hier ganz normale Maischefarbe. Ich heiße Andreas Marz, ich bin Student an der TU München hier in Weinstephan und studiere Braumeister auf Diplom im 5. Semester. Und ich habe mich für Weinstephan entschieden, weil sie näher an der Industrie sind, beziehungsweise hier in der Münchner Gegend es möglich ist, mit vielen Brauereien in Kontakt zu kommen. Wir haben eine hohe Dichte an Industrie, beziehungsweise an potenziellen zukünftigen Arbeitgebern. Ich werde hoffentlich die Möglichkeit haben, in meinem jetzigen Unternehmen bei Krones im Werk Steinecker weiterzuarbeiten im Vertrieb. Das, was ich die letzten Jahre auch getan habe, und hoffentlich in Zukunft dann als Diplom-Braumeister dort angestellt werde, im Projektmanagement oder im Verkauf direkt. Also ich nehme jetzt gerade eine Glattwasserprobe zur Analyse im Labor auf Extraktgehalt, um nachher die Sudhausausbeute bestimmen zu können. Und die wird mein Kommilitone dann im Labor analysieren. Der Studiengang Brauwesen und Getränketechnologie mit einem Abschluss als Bachelor oder Master of Science bereitet Studierende auf eine Tätigkeit in der Brau- und Getränkewirtschaft und entsprechenden Zulieferbetrieben im Anlagenbau und in der Rohstoffveredelung vor. Ich bin von der Versuchsbrauerei mit einer Glattwasserprobe hierher gekommen. Und es ist so, dass man die Sudhausausbeute berechnen möchte. Die zieht im Prinzip Rückschlüsse darauf, dass man gute Arbeit geleistet hat und dass auch die Anlage gute Arbeit geleistet hat. Und um das zu verfolgen, musste man eben jetzt zum Beispiel den Extraktgehalt der Glattwasserprobe bestimmen. Und das macht eben dieses wunderbare Analysensystem von der Firma Anton Paar, ein sogenannter Alkoholizer. Man hat damit die Möglichkeit, diverse Bier- oder Bierwürze-Analysen durchzuführen. Mein Name ist Alexander Holm und ich studiere Brauwesen und Getränketechnologie im 7. Semester.
Es ist prinzipiell vorgesehen, dass man als Bachelor-Absolvent hier das konsekutive zweijährige Masterstudium mit dranhängt. Und da ist es so, dass die Anzahl der Pflichtveranstaltungen geringer ist und man dafür mehr Wahlpflichtfächer belegen kann. Und da hat man wirklich ein großes Angebot. Die Bereiche sind recht unterschiedlich. Das geht von Rechts- und Wirtschaftswissenschaften über Umwelt- und Energietechnik bis hin zu Biotechnologie oder Mikrobiologie. Man hat während des Studiums auf jeden Fall die Möglichkeit, Industriebetriebe kennenzulernen. Zum einen hat man eine verpflichtende Anzahl an Berufspraktika. Eine andere Möglichkeit ist auch noch, die von der Universität hier angeboten wird, dass unsere Studienfakultät teilweise Besuche, Fahrten zu Fachmessen für Fachvorträge und solche Geschichten finanziert, organisiert, genauso wie Exkursionen. Im Gegensatz zu den Studiengängen im Braubereich ist der Studiengang Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel nicht von vornherein auf eine bestimmte Produktkategorie festgelegt. In diesem Studium erarbeiten sich die Studierenden ein grundlegendes Verständnis für die Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln und ähnlichen Produkten wie zum Beispiel Kosmetika. Neben den grundlegenden Naturwissenschaften spielt in diesem interdisziplinären Studium vor allem die Verfahrenstechnik eine besondere Rolle. Aber auch die Betriebswirtschaftslehre kommt nicht zu kurz. Auch deshalb haben Absolventen ausgezeichnete Jobaussichten sowohl in der Forschung als auch in der industriellen Praxis. Dabei kommen mittelständische Lebensmittelhersteller als Arbeitgeber genauso in Frage wie die internationalen Großkonzerne. Und das in der ganzen Wertschöpfungskette. Also hinter mir sieht man eine Hochdruckanlage, die ist allerdings sehr kleindimensioniert für Versuchszwecke. Hauptsächlich dient die zur Abtötung von Mikroorganismen oder zur Strukturveränderung von Lebensmitteln. Mein Name ist Simone Bernauer und ich studiere Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel an der TU München, jetzt im 5. Semester. In meinem Studiengang wird ein besonderer Augenmerk auf die ingenieurswissenschaftlichen Fächer wie zum Beispiel Verfahrenstechnik oder auch auf die naturwissenschaftlichen Fächer wie Biologie oder Chemie gelegt. Man hat viele verschiedene Fachrichtungen vom kaufmännischen Bereich, arbeitet im Labor, bekommt aber auch einen tiefen Einblick in technische Fächer, Physik, Mathematik, hat dann später auch im Beruf die Möglichkeit zwischen Qualitätssicherung und Anlagenplanung wirklich die ganze Bandbreite der Lebensmittelindustrie abzudecken. Auch nicht nur festgelegt auf ein Lebensmittel, sondern auf die ganze Lebensmittelindustrie gesehen. Der neueste Studiengang an der Studienfakultät ist die Bioprozesstechnik. Diese zukunftsweisende Fachrichtung verbindet neue Entwicklungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie mit biotechnologischen Methoden zur Erzeugung neuer Arzneiwirkstoffe und anderer biotechnologischer Produkte. Damit wird dem Bedarf der Industrie nach Ingenieuren Rechnung getragen, die neben der technischen Ausrichtung auch in biotechnologischen Fragen erstklassig ausgebildet sind. Mein Name ist Christina Pfaffinger und ich studiere hier an der TU München, aktuell im 3. Semester des Masterstudienganges Pharmazeutische Bioprozesstechnik. Das Besondere an dem Studiengang hier ist, dass er sowohl die technischen Aspekte mit den biologischen und chemischen Aspekten verbindet und somit eigentlich einzigartig ist. Ich habe so einen Studiengang sonst nirgends gefunden. Das ist ein Fermenter. Beim Fermenter laufen sogenannte Bioprozesse ab. Das heißt, man gibt ein spezielles Medium rein, das spezifisch ist für bestimmte Mikroorganismen. Die brauchen die Nährstoffe, die darin enthalten sind, um wachsen zu können. Mit diesen Mikroorganismen kann man dann spezifische Produkte produzieren. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Insulin. Eben auch ganz wichtig, dass der Fermenter abgeschlossenes System ist, weil wenn es kein abgeschlossenes System ist, können die Umwelteinflüsse eben diese Temperatur und also diese Reaktionsbedingungen stark beeinflussen und dann ist eben das Wachstum meist nicht so gut möglich. Ich heiße Verena Weckel und ich studiere im 3. Semester des Studiengangs Pharmazeutische Bioprozesstechnik an der TU München. Bioprozesstechnik, was man auch Bioverfahrenstechnik nennen könnte, ist eigentlich genau das, was ich studieren wollte, weil es eben so eine schöne Mischung aus Biologie, Chemie und Ingenieurswesen, also Verfahrenstechnik ist. Also prinzipiell sind unsere Jobchancen nach dem Studium sehr hoch, weil wir erstens eben dieses weit gefächerte Studium haben und uns wirklich auf viel anpassen können und ein weites Wissen haben, also wirklich zwischen den Disziplinen auch arbeiten können und vermitteln können.
oder aber auch auf spezielle für uns ausgelegte Berufe gehen können, was zum Beispiel eben in der Pharmazie oder im Chemieingenieurswesen wäre. 4 Ausbildungswege, eine Studienfakultät. Die Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie am Wissenschaftszentrum Weinstephan der Technischen Universität München. Eine einzigartige Kombination aus Tradition und modernen Studiengängen für die Ausbildung der Ingenieure von morgen. Das sind wir.